Ja, Runde 2. Wichser. Extra gewartet. Aber im Bunker immer am Start. Oh, was wird denn hier gemacht? Können wir das teasern? Nee, ich muss ja den Das sind ja eh schneiden. Übungstechniken hier, Fine Lines. 0,01er Düse hier für den Tobi, damit wir mal hier, wie man sieht schon. Präzisionswerkzeug von Games Workshop, sehe ich das richtig? Mega. Kann man die überhaupt noch kaufen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich zu Recht nicht, wenn man das so sagt. Wobei, nee, Junge, jetzt sehe ich die Linie. Damit kannst du dir die Haare füllen. Ja, und das gerade, ich dachte, ich hätte die Linie schon gesehen. Die war so fein. Ja. So, jetzt verpiss dich. Ja, verpiss dich, Junge. Wir drehen hier ein Video. Ja? Leute, herzlich willkommen im Bunker zu einem neuen Bunker-Video Special Report. Ich spiele tatsächlich mal wieder 40k nach längerer Zeit jetzt und zwar nicht einfach so oder hier so auf billig mit den anderen Table Fighters, weil machen die ja immer schon und so. Ich habe gedacht, ich mache mal was Besonderes. Es hat sich ergeben, dass wir einen Gastspieler hier haben. Und die Sache ist, sag nochmal deinen Namen. Chris. Okay, Chris. Aus Bremen, Leute, bis in den Ruhrpott gekommen, nur um hier zu zocken, im Bunker. Mega, finde ich total geil. Verrückt, aber wahr, ne? Ja, aber finde ich total geil, denn Gast-Battrap sowieso immer geil. Es ist immer ein bisschen schwierig zu organisieren. Ich weiß, hatte auch letztens noch mal einer geschrieben aus, keine Ahnung, Hattingen oder so. Ist immer ein bisschen schwer zu organisieren mit Zeit hin und her, wer kann arbeiten, bla bla. Das hat jetzt auf jeden Fall super geklappt. Und das ist auch ziemlich cool, denn heute könnt ihr zum einen bei mir nochmal den Raven Wing sehen, habe ich jetzt nicht so oft eingesetzt. Ein paar von Pfeife's Fists, die immer mal wieder verlangt werden, seht ihr auch, die habe ich hier mit dabei. Und der Chris hat Necrons am Start. Necrons ist ja jetzt nicht so leicht vielleicht gegen zu spielen, aber Raven Wing habt ihr vielleicht in dem Spiel gesehen, ist auch voll assi eigentlich. Und deswegen gucken wir einfach mal, wie das läuft. Wir spielen Malstrom des Krieges, irgendeine Mission, keine Ahnung, müssen wir gleich noch gucken. Auf jeden Fall schön mit 6 Missionszielen und den taktischen Karten. Wir stellen euch die Armeen gleich vor, zeigen euch das Schlachtfeld, kennt ihr alles. Wir müssen auch sowas gucken, die Kriegshelmfähigkeiten und so, alles noch nicht gemacht. Und ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und ja, dann geht er ab. So, liebe Leute, 1600 Punkte werden gespielt pro Seite. 1603 gegen 1598. Oh, könnte ich noch einen Flamer mehr mitnehmen? Nein, mache ich aber nicht. Werden gespielt und ja, das hier ist die Seite der Necrons. Und was genau so dabei ist, weil Necrons habe ich nicht so mega Ahnung, erzählt euch der Chris jetzt mal. Was gibt es denn? Haku fangen wir so an, das ist mein Overlord, also ist auch gleichzeitig der Kriegsherr. Dann daneben Destroyer-Lord, muss ich für den Destroyer-Kult muss ich mitnehmen. Genau, eine Necron-Formation, Destroyer-Kult. Also im Grunde sind es drei, aber fangen wir mit einer an. Das sind die Destroyer, also ich habe 6 Destroyer. Das ist leider traurige Herr, der leider keine Waffe gekriegt. Dann habe ich hier 3 schwere Destruktoren. Dann fangen wir weiter. Elite haben wir hier. 10 Prätorianer. Ja, sag mal kurz, was Prätorianer können. Also die haben gerade schon gesagt, Stärke 5, DS2 schießen. Genau, und mit ihren Einstäben, also auch im Nahkampf auch auf jeden Fall. Nahkampf auch geil und das sind genau, 12 Zoll Hüpfen. Oder? Ja, genau, Sprungtruppen, okay. Dann die Kurion gehört natürlich die Tomb Blades dazu. Sind auch so ausgerüstet mit den Gauss-Waffen, so wie die alle sind. Dann hier die Immortals, auch mit 5x Gauss. Blaster heißen, glaube ich. Irgendwie so. Dann, es war schon Standard jetzt, hier nochmal 20 Krieger, muss ich für, wie gesagt, mitnehmen für die Kugel. Ja, für die Kugel, 2x10, ne? 2x10, genau. Und dann habe ich hier einen Stalker für das Judikar-Bataillon, also jetzt für die Prätorianer, die gehören dazu. Und dann noch ein Beschussbarkel, und das war's, das sind 1603 Punkte, ganz genau. Sehr geil. Vielleicht noch zu meinen Akkus zu sagen, dass die jeweils die Kriegsende gekriegt haben, sonst sind die im Grunde nackt, also. Ja, jetzt nichts außergewöhnliches. So wie halt hier ganz vieles. Also einfach nur so die Truppen so relativ einfach. Nur die Bikes haben so eben so ein Upgrade, hast du gesagt? Genau. Die Rüstung haben. Die eine bessere Rüstung, also Schildplatten und haben einen Deckungswurf. Nebulus Coop heißt also ein Decker von 6 dann, wenn die auf dem Fell stehen sollten. Sonst in der Ruine halt einen besser.
Okay, nicht schlecht. Ja, Kriegsanfähigkeiten und Dings, das würfen wir gleich noch aus. Sagen wir euch dann natürlich, wer was hat. Necron spielen mit den Necron-Malstromkarten. Dark Angels hier drüben, dann mache ich da direkt mal weiter. Spielen mit den, wo liegen sie denn? Da, mit den Dark Angels-Karten, weil mein Hauptkontingent Dark Angels ist. Und ja, auf meiner Seite sieht das so aus. Auch hier Kriegsfähigkeiten, Psi-Fähigkeiten, alles noch nicht gemacht. Machen wir gleich im Stillen und so, aber erzählen wir euch dann. Zur Armee. Ich habe hier ziemlich genau 1000 Punkte Ravenwing und 600 Punkte, wie heißt nicht Grey Knights, Imperial Fists. Aber ist nicht ganz, aber ungefähr halt. Ne? Meine 1000 Punkte Ravenwing, damit fange ich mal an, das ist mein Hauptkontingent. Und dementsprechend ist da auch mein Kriegsherr. Hier ein Stufe 2 Psioniker auf Bike, ne? Mit einem Ravenwing angehört. Und dann habe ich einen Kommandotrupp, also einen Black Knight Kommandotrupp. Da drin enthalten sind 5 Black Knights. Einer ist davon Apothekarius. Einer hat das Ravenwing Kompanie Banner. Und ein, das ist kein Astartes Granatwerfer, sondern auf jeden Fall der besondere. Also der Black Knight Granatwerfer hier ist dabei. Die 5 Typen habe ich. Da wird sich wahrscheinlich auch mein Skriptor gleich anschließen, weil der Trupp einfach fett ist. Dann habe ich noch 3 normale Black Knights. Die sind so, wie sie da sind, wobei einer auch, nämlich dieser dort, den Granatwerfer hat. Der kann irgendwie blenden und noch irgendwie was. Dann habe ich hier normalerweise 5, diesmal aber 4, wegen der krummen Punktzahl, 4 normale Ravenwing Biker, Sergeant und 3 Biker, wobei ein Biker eine Plasma-Gewehr hat. Dann habe ich 2 einzelne Trikes, Attack Bikes heißen sie, mit Multimelter jeweils ausgerüstet. Dann habe ich einen Landspeeder Dark Shroud. Das ist der, der selber Schleier hat und allem in so und so viel Umkreis Tarnung verleiht. Das ist nämlich die Assi-Geschichte. Der sorgt nämlich dafür, dass die hier ihren Zweier wiederholbaren Jink haben und die halt ihren Dreier. Zweier wegen Skilled Rider, weil Ravenwing, die sind ja alle gekonnte Fahrer. Heißt das so im Deutschen? Wahrscheinlich. Ja, und dann noch 2 einzelne Landspeeder, so wie sie da stehen. Also mit schwerem Bolter und Typhoon-Raketenwerfer jeweils. Das ist der Ravenwing. Insgesamt als Ravenwing Attack Force oder so auf jeden Fall das Ravenwing-Teil. Ich gucke mal, wie es heißt. Ravenwing Strike Force, das ist es. Also eine Formation. Auf der Fist-Seite habe ich keine Formation, sondern nur ein kombiniertes Kontingent, angeführt von einem Psioniker, diesmal aber nur Level 1, keine Upgrades, kein überhaupt nichts, einfach so wie er da steht. Dann habe ich 2x10 taktische, die stehen jetzt so schon da, weil ich die gleichen Kampftrupps aufteilen werde, also jeweils immer 5. Dann hätte ich nämlich 5 Leute, wovon einer einen schweren Bolter hat, 5 Leute, wo der Sergeant drin ist und ein Melter, 5 Leute, wo der Sergeant drin ist und ein Flamer, und 5 Leute, wo einer halt einen schweren Bolter hat. Also 2 Zehner-Trupps, taktische Marines. Dann habe ich noch in der Unterstützung eine Auswahl, einen Devastor-Trupp mit 3x schwerem Bolter. Also insgesamt 7 Typen, 3x schwerem Bolter. Sergeant hat hier seine Auspecks oder so, damit irgendwie einer besser schießt. Und dann habe ich noch in der Unterstützung 2x jeweils einen, also ich habe alle 3 Unterstützungsdots aufgefüllt, Whirlwind. Einmal hier Whirlwind, einmal da Whirlwind. Keine Upgrades, kein überhaupt nichts, einfach so wie sie sind. Ich dachte, ein bisschen Feuerunterstützung könnte da vielleicht nicht schaden. Und ja, das sind die 1600 Punkte. Der Ravenwing hochmobil, die Fists nicht, weil die taktischen haben nicht mal ein Rino, weil keine Punkte für über. Ja, wir würfeln den ganzen Kram aus, den wir auswürfeln müssen. Ein bisschen was vom Spielfeld seht ihr hier schon. Sehr geile Platte oder Matte. Aber das seht ihr dann gleich nochmal im Detail, wenn aufgestellt ist. So, die Armeen sind aufgestellt und ja, die Necrons sind hier drüben. Gespielt wird kein Kontakt. Das ist die Mission, wo man mit einem Missionsziel in Runde 1 startet und dann immer so viele Missionszielkarten ziehen darf in den nachfolgenden Runden, wie man denn auch Missionszielmarker hält und kontrolliert. Und bis zu 6 Karten maximal darf man auf der Hand haben.
Ja, Necrot seht ihr hier, ne, schön bis auf 12, wahrscheinlich ist das 12 Zoll die Linie, ja genau. Also schön bis auf 12 Zoll ran, da Krieger, da hinten Krieger, Bikes im Gebäude, habt ihr gesehen. Die Barke ist hier schön im, schwebt da im Gebäude, da oben drin. Können wir schön schießen und hält Missionsziel, was sich nämlich da befindet, glaube ich. Missionsziel, ne. Nee, stimmt gar nicht, okay. Missionsziel gucken wir gleich. Der Stalker steht da hinten. Hier sind 5 von den Elite-Typen, da hinten nochmal. Die Destroyer sind jetzt immer so, hast du gesagt, in Dreier-Trupps immer 2 normale, einen mit einer geilen Waffe, ne? Ja, genau. Hier ist das Destroyer HQ. Wo ist der Kriegsherr? Der steht da unten drin, schön versteckt, relativ sicher. Denkt er. Relativ. Hier stehen die Typen. Ja, und das ist im Prinzip schon die Necron-Seite. Die Necron, sie denken, sie könnten beginnen, aber sehen wir mal, ob ich nicht die Ini klauen kann. Aber zuvor kurz meine Aufstellung. Biker hier, Whirlwind da, ein Landspeeder hier, der steht da irgendwie voll scheiße, aber keine Ahnung, ist so. Trike hier, der Skriptor ist den 5 Leuten angeschlossen, halten das Missionsziel. Kommandotrupp des Ravenwing mit angeschlossenem Psioniker-HQ, wäre ich ja auch gleichzeitig mein Kriegsherr ist. Der Dark Shroud, der allem in 6er Umkreis irgendwas gibt, haben wir immer noch nicht nachgelesen. Zweite Speeder, 3-mal Black Knights. Hier ein 2. 5er Trupp Fists. Hier oben ein 5er Trupp Fists, Kampftrupp mit schwerem Bolter. Hier die Devastoren mit schwerem Bolter, die halten nämlich schön Missionsziel. Unten der andere Whirlwind drin. Nochmal ein 5er Trupp Marines und nochmal Trike. Dann Missionsziele. Eins ist da in der Mitte, noch eins ist hier. Eins ist hier in dem Gebäude. Eins ist hier. Und einer ist hier. Einer ist hier, Junge. Geil. Der Herr Meyer. Ja, ich bin hier. Der Pfeife. Ja. Anwesend. Ja. Wunderbar. Habt ihr schon gestartet? Nein, wir haben gerade alles aufgestellt. Wir haben im Prinzip noch gar nicht gezockt. Also wir müssen jetzt mal hier ein bisschen... Ja, Junge, wir müssen da erstmal alles gucken. Ja, natürlich. Ich glaube, der Danny kriegt auf den Sack. Was, Junge? Obwohl, du hast hier deine schwule Welt. Ja, mach mal. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Pfeife ist immer so bezaubernd, wenn er den Raum betritt. Ja, so ist er. Hier ist auf jeden Fall noch ein Missionsziel irgendwo, dort. Und das eine, ja, da, genau. Also das heißt, in der Aufstellungszone von Chris haben wir nur 1, richtig? Echt? Ja. Tatsächlich. Und in meiner Aufstellungszone sind direkt schon mal 2. Das ist geil. Also ich halte direkt schon mal das hier und dieses dort. Zumindest im Moment. Aber ich fange ja an. Eventuell. Ich werde jetzt hier einmal live die Ini klauen und versprochen, wir würfeln noch unsere Kriegsherrenfähigkeiten aus und teilen die euch auch mit. Haben wir auch noch nicht gemacht. Also, hier. Dort wird die Ini geklaut. Ach. Fast. Scheiße. Oh, Necrons mit ersten Zug. Immer geil. Ja, dann würde ich doch mal sagen, der Chris fängt an, wir zocken heute kein Deluxe, sondern einfach ganz auf chillig und ihr bekommt natürlich ein paar Impressionen und am Ende der Runde immer schön die Rundenzusammenfassung. Bis gleich! Runde 1 Bewegung zu Ende. Die Bikes nach vorne, eigentlich alles so ziemlich nach vorne, wobei da hinten gab es ein paar Anpassungen. Diese Destroyer sind ein bisschen von da nach da hinten.
Auf jeden Fall im Großen und Ganzen alles nach vorne. Dieses Bike hier hat tatsächlich eine 1 gewürfelt beim Geländetest und dann aber die 3er Rüstung geschafft. Genau mit einer 3, also zum Glück hast du das Upgrade gekauft. Ja, dementsprechend noch nichts passiert. Jetzt gleich sieht es so aus, also hier, dieses Missionsziel wird auf jeden Fall gehalten. Die Typen halten, haben wir gerade gemessen, auch dieses Missionsziel, denn wie bei Tablefight das üblich, man muss nicht da oben sein, sondern das ist quasi so ein Ding, was bis unten durchgeht und dann 3 Zoll umkreist, dann hält man das. Also 2 Missionsziele werden gehalten, das da aktuell noch nicht, die müssten Menschen schießen oder so. Aber ja, jetzt käme erstmal die Schussphase der Necrons in Runde 1 und Chris, möchtest du uns erzählen, was du alles so machen willst oder eher nicht? Okay, eher nicht. Einfach nur rennen erstmal. Gut, dann werden wir jetzt einfach mal hier ein bisschen Schussphase und Rennen und so weiter machen und dann sind wir gleich wieder da. Runde 1 Necrons Beschussphase ist auch vorbei und da sind einige Einheiten gerannt und einige Einheiten, die hätten noch Toro rüsten können, aber die wollten mal stehen. Ne? Achso, okay. Ah ja, hatten sie ja schon, genau. Einige Einheiten sind gerannt, einige wenige Einheiten haben geschossen und beim Beschuss ist nicht wirklich was passiert. Also da wurde einmal hier so ein Destroyer-Ding hier in den Devastator-Trupp gehalten, Decker geschafft. Die fette Barke da hinten hat mit der Schablone hierhin in diesen Trupp geschossen oben, hat 4-mal gewundet. Ich habe aber 2-mal den Decker geschafft, sehr geil. Und die Bikes sind gejinkt, also ausgewichen, mussten sie, denn sie sind von diesen Destroyern da beschossen worden. 4er-Jig geschafft, nichts passiert. Die sind noch ein Stück weiter gerannt, stehen jetzt, halten das Missionsziel, also der Chris hält Missionsziele 5 und 4 auf jeden Fall. Und die 2 auch, denn diese Necron-Krieger sind auch gerannt, sind auch in 3 Zoll. Ja, das heißt, im Prinzip nicht großartig was passiert, sondern nur ein bisschen besser positioniert und so. Und damit sind wir jetzt, nee, noch nicht ganz. Karte hatte er auch, er hätte Mission Ziel 6 sichern sollen. Das ist dieses hier, hat er noch nicht. Die Karte bleibt also. Ich ziehe eine Karte zu Beginn meiner Runde. Und habe hier eine, ist da, ne, das ist eine normale, das ist keine Dark Angels Karte. Da kann ich nämlich auch zeigen, weil Dark Angels Karten kann man sonst verdeckt halten und so. Ja, sehr geil. Aber es ist einfach keine Gefangenen. Ich erhalte einen Siegespunkt, wenn ich während meinem Spielerzug eine feindliche Einheit vollständig vernichte. Und wenn ich 3 bis 5 vernichte, dann bekomme ich wieder 3 Siegespunkte. Ist ja schon mal nicht ganz kacke. Ja, mal gucken, was ich mache. Runde 1 Ravenwing und Imperial Fists ist vorbei, also stimmt gar nicht, die Bewegungsphase der Runde 1 ist vorbei. Die Marines ein Stück nach vorne, Trike hier hin, wollte ich eigentlich gleich dahin kriegen, hab dann aber gemerkt, mit den Black Knights bin ich eh schon am Missionsziel, die sind gefahren. Mein Kommandotrupp ist da hinten rausgekommen, ist ein Stück gefahren. Das ganze Haus hier ist komplett so geblieben, wie es ist. Der Speeder hat sich nur ein kleines bisschen angepasst, der ist stehen geblieben. Die sind, ja wie gesagt, hier rausgefahren, die sind nach vorne gelaufen, die haben sich wieder in Formation bewegt. Das Trike ist stehen geblieben, er stehen geblieben, er sowieso. Die sind nach vorne gefahren, waren ja auch sowieso gejinkt. Ja, und in der Schussphase muss ich jetzt mal gucken, was ich mache. Ich habe ja als Sonderregel das, wenn ich jetzt in dieser Runde Togo booste, zähle ich in der nächsten Runde mit der jeweiligen Einheit als gejinkt, ohne dass ich jinke. Also ich hätte dann trotzdem volle BF. Die Sache ist nur, ich glaube fast, ich will lieber was kaputt machen. Gucken wir mal, wie die Schussphase läuft. Ja, Runde 1, Dark Angels und Dings, Fists zu Ende. Beschuss hat ein bisschen was ergeben. Natürlich wurden auch ein paar Protokolle mal wieder bestanden. Aber ihr seht, hier habe ich eine schöne Lücke reingeballert. Die haben aber ihren Moraltest bestanden, natürlich. Und auf der anderen Seite habe ich diesen Trupp hier, das waren ja vorher 5, auf 2 Leute dezimiert. Allerdings haben die auch ihren Moraltest bestanden und stehen jetzt immer noch blöderweise an dem Missionsziel. Dann bin ich noch ein bisschen, also hier, die sind geboostet, weil sie nicht wirklich schießen konnten. Das Trike ist geboostet. Und ja, der Whirlwind hier hatte ein super cooles Ziel, hat hier reingeballert, hätte auch ordentlich viel getroffen, aber ist nach dort ungefähr abgewichen. Das war ein bisschen blöd. Naja, gut, Runde 2 Necrons, du darfst ein paar Karten ziehen und zwar 2 Stück nur? 3. 3. Ja, richtig. 3 Karten. Also zu Mission 6 kommt hinter feindlichen Linien, Zeitalter der Maschine, eine Necrons-Karte. Was denn das? Siegespunkt, wenn ein Fahrzeug oder Gebäude, also ein Fahrzeug vernichtet wurde. Und 3, dann gibt's halt mehr.
und Missionsziel 4 sichern. Missionsziel 4 ist... Bei dir. Bei mir? Nee, hier, bei deinem Stalker. Ist ja geil. Na gut, ja, gucken wir mal, was die Necrons machen und dann sehen wir uns nach der Bewegungsphase wieder. Runde 2 Necrons Bewegung zu Ende. Bikes hier. Die Spinner, wie heißen die? Stalker. Echt? Prätorianer. Prätorianer hier. Stalker nämlich noch Stalker, da, der hält das Missionsziel, also sich noch ein bisschen bewegt. Diese nach vorne und wieder in Formation, die direkt dahinter. Die Barke ist natürlich stehen geblieben. Die anderen Krieger sind ein Stück nach vorne und wieder schön in Formation, halten jetzt noch sicherer dieses Missionsziel. Die beiden hier im Gebäude haben sich ein bisschen umpositioniert, stehen dort. Die Prätorianer sind hier. Der, ne, das ist nicht der Kriegsherr, der andere, das andere Akku ist hier. Die sind ein Stück nach vorne. Und jetzt gucken wir mal, was der Chris beschusstechnisch bringt. Meine Vermutung, das wird wesentlich schlimmer für mich als in der ersten Runde. Wie sie gleich? Necrons, Runde 2, Schussphase, Nahkampfphase, alles vorbei. Der Chris hatte kurz überlegt, ob er mit den Prätorianern hier meinen Kommandotrupp angreift, aber Abwehrfeuer BF2 und relativ großer Trupp und 9 Zoll Angriff, wenn keiner stirbt, hat er dann eher doch nicht. In der Schussphase sind hier 3 Fists gestorben, Moralwerttest bestanden, stehen noch da. Ein Black Knight hier ist weg, dadurch bin ich, glaube ich, nicht mehr in 3 Zoll, was ziemlich kacke ist, aber Moralwerttest bestanden. 3 Fists weg, Moralwerttest bestanden. Hier habe ich den Moralwerttest vergessen, sehe ich gerade. Den mache ich noch kurz. 7 reicht, stehen also noch. Muss ich gleich wahrscheinlich wieder in Formation bewegen. Die wurden beschossen, haben auch tatsächlich ein paar Wunden bekommen, konnten aber alles wegjinken, also nichts passiert. Ja, diese ein bisschen nach vorne, die sind noch ein bisschen nach vorne. Und missionszieltechnisch hast du was geschafft. 4. Die 4, wo der Stalker dran stand. Das werfe ich ab. Mit einem Fahrzeugzerstörer, genau. So, ne? Okay, 1 wird abgeworfen. Momentan hält der Chris 1 Ziel, 2 Ziele, 3 Ziele. Ich halte momentan 1 Ziel, das messe ich gleich, aber ich glaube nicht. 2 Ziele hier in dem Haus. Gucken wir mal mit dem 3 Zoll Dingen. Nein, das ist, ne, zwar knapp, aber nicht. Das ist schade. Machst du nichts, Junge. Naja, Runde 2 Ravenwing, das heißt, 2 Karten darf ich nachziehen. Werde ich jetzt auch mal machen. Gucken wir doch mal, ob ich hier was Geheimes habe. Nee, das ist einfach eine normale Karte hinter feindlichen Linien. Ein Siegespunkt, wenn ich irgendwie eine Punkteeinheit von 12 Zoll von der Spielfeldkante des Gegners habe. Mhm. Und Aufklärung haben wir nicht. Neuziehen, also geheimnisvolle Missionsziele haben wir nicht. Überwältigende Feuerkraft, Siegespunkt, wenn ich Feinde während der Schussphase vollständig vernichte. Das ist geil, weil das ist ja so ähnlich wie keine Gefangenen. Also sollte ich jetzt mal eben eine Necron-Einheit vollständig vernichten. Nichts leichter als das? Nichts leichter als das. Vielleicht die 2 Typen da hinten, die da unten in diesem Haus stehen. Ja, denn die hatten sich noch ein bisschen hier nach vorne bewegt. Die beiden da haben auch geschossen. Die werden es vielleicht. Mal gucken. Okay, Runde 2 Ravenwing, los geht's. Runde 2 Ravenwing, aber erste Bewegungsphase und Fists natürlich. Die Marines nach vorne, um gleich vielleicht hier ein bisschen Action machen zu können. Die Bikes dran, der Zweiertrupp steht dort, der Kommandotrupp steht hier und hält gleichzeitig momentan noch das Missionsziel. Zur Sicherheit ist aber auch der eine Speeder nach vorne gefahren oder geschwebt, geschwoben. Er hält auch das Missionsziel. Der Dark Shroud ist ein bisschen aufgerückt, um diese 6 Zoll Bubble weiterhin zu geben, vor allem an die hier und an ihn. Die sind ein bisschen nach vorne gelaufen. Die haben sich erneut in Formation bewegt. Also er hier in der Mitte. Bolter stehen geblieben. Trike stehen geblieben. Wird vielleicht nochmal in die Krieger schießen. Die Bikes sind von hier die Straße runter auf die Krieger zugefahren. Näher bin ich leider nicht rangekommen. Der Speeder stehen geblieben. Er stehen geblieben. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was geht. Sollte ja am besten Einheiten wegschießen in der Schussphase, aber vorher ist ja noch die Psi-Phase. Und da gucke ich jetzt mal, wie viele Warp-Charges ich kriege. Haben die hier auch Moral 10? Also. Oh. Naja, machst du nix. Gucken wir mal, ob ich mit dem psionischen Schrei, mit dem psionischen Kreischen, irgendwie was wegkriege. Ich hoffe doch schon. Aber vielleicht auch nicht. Mal sehen.
Runde 2 Raven Wing Beschussphase ist vorbei. Und ich habe zwar nicht ganz das geschafft, was ich wollte, aber trotzdem gar nicht schlecht. Whirlwind, achso, Psi-Phase war auch noch, habe ich aber völlig verschissen, weil ich habe zwar den Moralwert da hinten von so einer Destroyer-Einheit um 1 gesenkt, habe dann aber mit 3 Würfeln psionisches Kreischen da reingemacht und nichts geschafft, weil ich glaube 1, 2, 2 oder so gewürfelt, sehr geil. Auf jeden Fall dann Beschussphase, hier habe ich einen getötet, ich wollte eigentlich die 2 für die Missionszielkarte, habe ich aber nicht geschafft, aber hier ist einer rausgegangen. Bikes waren ja gejinkt, haben in den Necron-Trupp geschossen, haben einen, glaube ich, gekillt. Die Fists haben keinen gekillt, haben aber nur mit Pistolen geschossen, weil ich vielleicht noch angreifen kann. Ach nee, ja doch, muss ich gleich mal gucken. Das Strike hat nichts geschafft. Die hier oben haben einen gekillt, auch in dem Trupp. Er hat versucht, die 2 Typen wegzuballern in dem Haus, hat aber nicht geschafft. Er hat das auch noch versucht, der Darkshot, hat er auch nicht geschafft. Er hier war sehr glorreich, aber da kommen wir gleich zu. Erstmal mein Kommandotrupp, das sind die 6 Biker da, die haben hier tatsächlich alleine mit dem Plasma-Clown diesen gesamten Prätorianer-Trupp weggekriegt. Da hatte ich echt, was heißt Glück, DS2, aber eben nichts mit Reanimation geschafft. Sehr cool. Also die sind weg. Vorher hatten die Fists mit Boltpistolen reingeschossen, weil sie vielleicht in Nahkampf wollten, aber da waren sie schon weg. Die hier haben hier reingeschossen, und zwar eine Stasis-Granate und Plasma, haben keine Verwundung gemacht, aber die Typen unterliegen jetzt einer Stasis-Anomalie, haben -1 KG, -1 BF, -1 KG, -1 INI, wird vielleicht noch relevant, weil ich die gleich versuchen werde anzugreifen, glorreich. Ja, der Whirlwind hat hier perfekt getroffen, 3 von denen, 2 von denen, aber überhaupt nichts ist passiert. Und die ganzen Fists hier oben haben, ich weiß, DS4 mit den schweren Boltern hätte man vielleicht anders machen sollen, aber ich habe komplett hier reingehalten, weil ich dachte, ich krieg mehr weg. War aber nicht der Fall. Ja, und was dann aber der Fall war, ist, dass dieser Kollege hier mit seinen Raketen, war die erste Runde durch den schweren Bolter von ihm? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube ja, ne? Ich meine auch. Also eigentlich hat nur er es geschafft, da irgendwie einen Typen zu killen. Alle anderen nicht. Das heißt, jetzt steht noch die Nahkampfphase an. Ich werde gleich versuchen, wenn es irgendwie von der Reichweite hinkommt, mit denen und mit denen den Trupp anzugreifen. Dann werden diese beiden Biker die 2 Destruktoren angreifen. Und mehr kann ich gar nicht angreifen im Nahkampf. Aber vielleicht geht ja noch was. Sehen wir uns am Ende der Runde. Hier geht es halt voll ab. Ihr seht Bunker, Full House und so. Aber Runde 2 des Wavering und der Fist ist vorbei. Ja, und im Nahkampf ist es nicht ganz so, wie ich gerne gehabt hätte. Ich bin hier mit den Bikes und den Fists reingekommen. Tatsächlich zuerst mit dem Fist. Der Chris hat keinen Abwehrfeuer gegeben, weil er dachte, den 11 Zoll Schaden schaffe ich nicht. Arschlecken. Habe ich geschafft. 12 Zoll. Mit 12, genau. Aber Kehrseite der Medaille. Ich habe mit insgesamt 18 Attacken im Angriff, also mit Bikern und Dings zusammen, eine Wunde verursacht. Und die hat er natürlich gesaved. Also stehen die jetzt unentschieden im Nahkampf. Denn die Necrons haben zwar gut getroffen, also alles getroffen, haben aber meine Bikes nicht wunden können. Deswegen stehen die jetzt da schön. Müssen wir gleich noch die 3 Zoll einrücken. Also ist jetzt ein Knubbel halt. Auf der anderen Seite bin ich in den Nahkampf gegangen mit meinen Black Knights gegen die Destroyer. Hab auch eine Wunde verursacht. War sehr geil, dass ich sogar auf die 3 treffen konnte wegen der Psi-Fertigkeit. Eine Wunde verursacht. Er konnte keine Wunden verursachen. Er hat mich nicht getroffen oder irgendwas. Allerdings hat er seinen Moralwert-Test bestanden mit einer 7. Mit einer 8 wäre auch noch bestanden gewesen, weil halt die Ziehkraft und so. Aber naja, die sind jetzt im Nahkampf, da hinten ein fetter Nahkampf. Die stehen jetzt ein bisschen scheiße, aber müsste man mal gucken. Und ja, ich habe auch Missionsziele geschafft, nämlich keine Gefangenen, denn ich habe einen Siegespunkt, wenn ich eine Einheit vollständig vernichte während meines Spielerzuges. Das habe ich ja gemacht, nämlich die Prätorianer hier. Und überwältigende Feuerkraft, einen Siegpunkt. Und wenn ich eine Feinde eine während der Schussphase vollständig vernichtet habe, die Prätorianer hier, habe ich also 2 und First Blood habe ich auch gemacht mit den Prätorianern. Also 3 Punkte für mich, 1 Punkt für den Chris, 3-1 für die Space Marine Seite. Aber der Chris hat schon geguckt, er hält im Moment 2 Missionsziele, hat also Karten nachgezogen. Neu ist psychologische Kriegsführung. Ja, gegen Marines ist vielleicht nicht unmöglich, aber okay, Angsttest niederhalten ist alles nicht. Moral würde gehen im Nahkampf, ne? Nee, bei Beschuss auch, oder? Sie kennen keine Furcht, ist ja nicht furchtlos. Ja.
Naja, und was war noch neu? Ach nee, nur die? Nur die beiden. Ich habe ja nur zwei. Die vier und aber, die fünf halte ich. Ja, aber welche Karten hast du gezogen? Die da? Achso, und keine gefangen. Gleiche, wie ich gerade hatte, ne? Eine feindliche Einheit vollständig vernichten. Das, ja gut, ein Speeder ist schon eine Einheit. Oder zwei Fists. Ja, geil. Mega, Junge. Ja, okay. Gucken wir mal, wie das läuft. Runde 3 Necrons. Runde 3, Necrons, vorbei. Und ja, wir haben hier wieder die Nebelmaschine im Gang, was sehr cool ist. Hier, es ist dem Gegner nicht gelungen, diese Einheit zu zerstören. Er hat sich zurückgezogen, sammelt sich automatisch, weil ist ja hier Space Marine. Sehr geil. Hier wieder unentschieden im Nahkampf. Mit Jetpack-Bewegung links da stehen die jetzt hier. In dem fetten Nahkampf ist Folgendes passiert. Die Prätorianer haben Gas gegeben, haben alle Bikes weggehauen. Die Krieger haben dafür überhaupt nichts gemacht und die Marines auch nicht. Dementsprechend stehen die jetzt noch hier und die Prätorianer sind frei, haben sich neu positioniert. Die stehen jetzt mit ihrer komischen Bewegung hier. Der Lord ist im Moment einzeln, aber das ist ein bisschen scheiße. Weil die stehen nämlich innerhalb von 12 Zoll zu meiner Spielfeldkante und damit hat der Chris nämlich jetzt ordentlich Punkte gemacht in dieser Runde. Die drei Karten? Ja. Ja, genau. Er hat tatsächlich das geschafft hier. Wegen dem Fist. Dann hat er eine Einheit zerstört und nochmal eine Einheit, nee, hinter feindlichen Linien. Also 1, 2, 3 Punkte. Einen hattest du. 4, 3 für die Necrons. Und wolltest du eine Karte abwerfen? Nee, ne? Nee. Okay. Das heißt, im Moment hat er noch sichere Missionsziel 6. Ich halte 2 Missionsziele. Dieses hier leider nicht mehr. Das ist nämlich umkämpft, weil er mir hier oben den Standardtypen weggeballert hat. Das ist sehr ärgerlich, aber ich halte dieses dort und das hier. Und dementsprechend habe ich 2 Karten nachziehen dürfen. Ich habe einmal sichere Missionsziel 4, was hier vorne bei dem Stalker ist. Und Vorherrschaft. Ich muss einfach alle Dinger sichern, dann kriege ich W3 plus 3. Kein Problem, mache ich jetzt. Ja, Runde 3, Ravenwing und Fists geht los. Runde 3 Dark Angels und Fists zu Ende. Und ja, in der Psi-Phase ging ein bisschen was. Hier schön psionisches Kreischen, aber nichts passiert. Schlecht gewürfelt. Ich habe mir dabei einen Lebenspunkt weggehauen mit meinem Skriptor und psionisches Kreischen verloren. Im Nahkampf habe ich aber die Necron-Krieger hier ausgelöscht. Und warum ist der eine gegangen? Das war sogar durchs psionische Kreischen, ne? Hat das doch was gemacht? Ja, klar. Der eine Destroyer ist durchs Kreischen draufgegangen. Stimmt, war mit 14 lang, ne? Ja, sehr geil. Hier im Nahkampf, der Fist Sergeant hat leider keine Wunde gemacht, aber ist auch nicht abgeknallt worden. Hat im Abwehrfall nämlich eine Wunde gekriegt, gerüstet, hat im Nahkampf eine Wunde gekriegt, gerüstet, kein Problem, super geil. Hier noch ein bisschen umgestellt. Ich halte also, würde theoretisch im Moment wieder das Missionsziel halten. Die haben irgendwie nicht wirklich was gemacht.
die auch nicht im Nahkampf das Trike hat, voll nichts gemacht, hat aber auch nichts verloren. Dementsprechend stehen die jetzt noch hier. Hier ist ein Fist kaputt gegangen, aber der Sergeant steht und hält diese Position, was sehr cool ist. Ja, und ich glaube, ich hatte mir vorhin hierfür noch eine Karte ziehen dürfen, weil ich das Missionsziel erhalte, weil ich ja vorwiegend Punkt bin. Aber habe ich vergessen, egal, kann man nichts machen. Ich gucke mal einmal eben nach meinen Zielen, ob ich was erreicht habe. Vorherrschaft eher nicht. Missionsziel 4 habe ich auch nicht, denn das ist dort. Und hinterfeindlichen Linien habe ich auch noch nicht. Vorherrschaft werde ich nicht abwerfen, weil bis zu 6 Karten darf man auf der Hand haben. Und ich könnte gleich, wenn jetzt nichts kaputt geht oder so, 4 nachziehen. Hm. Nö, ich werfe die nicht ab. Ich lass die da liegen. Dann ist nämlich der Chris dran, der kann nachziehen. Er hat einmal hier ein Missionsziel, zwei. Also 2 Karten nachziehen. Nikons Runde 4. Und ja, Leute, das dauert nun mal so lange. Schlachte die Lebenden. Oh Gott. Ein Siegespunkt, wenn du eine feindliche Einheit einfach vernichte. Okay, und Hexenjagd. Ja, ich habe sogar Psioniker. Der eine hat nur einen Lebenspunkt. Hm, geil. Okay, Nikons Runde 4 geht ab. Runde 4 Nikrons vorbei. Und folgendermaßen das aus. Stalker im Nahkampf hat aber nichts gemacht, hat aber auch nichts gekriegt. Ich habe meinen, also ich kann ihn nicht verwunden. Ich habe meinen Zurückfallen aber verschissen, deswegen bin ich da gebunden. Merp. Hier, immer trotz meinen 6 Attacken und schönen Stärke 5 Rending, nichts gemacht, nichts bekommen. Da hätte ich auch zurückfallen machen können. Naja, egal, verkackt. Also die sind da gebunden, so, super. Der Sergeant hätte fast ein Bike gekillt, aber leider nicht. Reanimationsprotokolle haben es verhindert. Der Sergeant ist nicht gestorben. Ja. Der zweite Sergeant ist aber durch irgendeinen Gewehrkolben wahrscheinlich gestorben. Der ist auf jeden Fall weg. Die Nikons haben sich ein bisschen neu positioniert. Prätorianer haben kurzen Prozess mit dem Trupp gemacht, haben beim Schießen schon den Skriptor und einen Marine gekillt und dann im Nahkampf noch den schweren Bolter-Typen. Und dann hatten sie der Kampf war nämlich hier unten, eine geile Nachrückenbewegung, 6 Zoll, haben jetzt dieses Missionsziel. Er hat im Nahkampf den Speeder weggemacht, den ich vorhin vergessen habe wegzubewegen. Bei der Explosion ein Leben verloren. Oh genau, und hat bei der Explosion Leben verloren, wenigstens etwas. Er hier ist weiterhin im Nahkampf mit denen gebunden, nichts passiert, nichts gemacht. Ja, und so sieht's aus. Ich halte ein Missionsziel, 2 Missionsziele, kann also 2 Karten nachziehen, werde ich auch tun. Was für Karten der Chris hat, machen wir gleich noch. Nicht überspringen hier. Missionsziel 5 sichern. Dieses ist wo? Hier ist die 6. Bei mir im Gebäude die 5. Hier ist die 3. 1, 6. Natürlich, die 5 ist da hinten. Und Missionsziel 1 sichern. Das ist... Da bei den Kreuz vielleicht? Nee, ist 2. Hast du nicht gesagt, der 4 muss dann da sein? Im Gebäude 8? Nee, das ist die 3. Ach, die 1 ist hier. Oh. Ja, mega. Das sieht ziemlich schlecht für mich jetzt aus, weil ich weiß nicht, was ich da machen soll, wie ich die alle weghauen soll. Also alle weghauen funktioniert bei Nikons nicht, aber auch die Missionsziele holen ist nicht so leicht, weil zum Beispiel 4 und hinterfeindlichen Linien geil. Problem ist, wer soll das machen? Ich habe gerade keine freien Trupps für den Nahkampf. Und dass hier das Zurückfallen nicht geklappt hat, war super scheiße. Naja, mal gucken, ob irgendwas geht. Runde 4, Space Marines, Dark Angels, Ravenwing, wie auch immer, geht los. Noch kurz, geschafft hat der Chris Hexenjagd und Schlachter die Lebenden. Also 2 weitere Punkte, stand schon 4-3, steht jetzt 6-3. Hm, das wird schwierig. Ravenwing Imperial Fists Runde 4 ist vorbei und ich habe zwar jede Menge Karten liegen, aber ich habe leider nichts geschafft, denn sowohl Missionsziele 1 als auch 5 als auch 4 werden von den Nikrons gehalten. Vorherrschaft hat sich echt jetzt erledigt, die werde ich auch einfach mal abwerfen. Es steht also weiterhin 6-3 für den Chris und meine Runde ist vorbei. Noch kurz, was passiert ist. Hier habe ich jetzt den Rückzugstest geschafft, also mein Zurückfallen, leider in der falschen Runde, weil jetzt können wir nicht hinlaufen, wieder Nahkampf und so. Er hier, ich habe tatsächlich ein Bike verloren hier, obwohl er einen reduzierten Moralwert UKG hatte, voll scheiße. Ein Bike kaputt, das andere geflohen, steht da, er hat mich nicht eingeholt.
Der Sergeant hat sogar zweimal wieder getroffen, diesmal aber leider nicht verwundet. Der Chris hat einfach überhaupt gar nicht getroffen mit seinen Bikes. Ja. Und das Trike hat einen Lebenspunkt verloren, ist aber im Nahkampf geblieben. Mehr war hier nicht. Ich habe mit allem, was ich hatte, versucht, den Lord da hinten wegzuschießen, weil ich mir nämlich da einen für Kriegsherr-Kill holen könnte. Und wenn ich gleich da hinten hinkomme, kriege ich Missionsziel 4 und hinterfahre ich Minen. Also das wäre schon geil. Habe ich aber diese Runde nicht geschafft. Ich habe diese Runde nichts geschafft. Heißt also, es steht weiterhin 6-3 für die Necrons und diese haben jetzt Runde 5. Und du kannst ein paar Karten nachziehen. Ne? Die Prätorianer halten 1, die halten 1, die halten 1. Der Kriegsherr hält 1. Jo, 4 Missionsziele, 4 Karten. Missionsziele sichern. 1, 2, 3 und Blut vergießen. Missionsziel 1 Älter, das sind nämlich die Prätorianer. 2 auch. 3 halte ich, das ist da in dem Haus. Blut vergießen ist ein Siegpunkt, wenn während der Nahkampfphase eine feindliche Einheit vollständig vernichtet wurde. Mhm. Musst du gucken. Ja, vielleicht den Sergeant mit ein bisschen Blut. Oder das Trike. Ja, klar. Oder der Whirlwind, richtig. Das ist wahrscheinlich noch am leichtesten. Ja gut, Necrons Runde 5 und los geht's. Runde 5 ist vorbei. Die Gemüter sind erhitzt. Da wird immer nur geflamed oder was oder wie oder was. Auf jeden Fall haben die Necrons Folgendes gemacht. Stalker im Nahkampf, Darkshroud kaputt. Er geht nicht kaputt, er auch nicht, obwohl das Dingen hier schön zentral getroffen hat. Aber ich habe so viel Jinx geschafft und Hyrule gelohnt, so wunderbar, nichts passiert. Der Trupp sammelt sich jetzt wieder schön automatisch. Mir ist dann aufgefallen, dass ich das Banner das ganze Spiel mal wieder vergessen habe. Ich hätte also vorhin meinen Zurückfall automatisch geschafft. Voll verschissen. Naja. Hätte Fahrradkette, genau. Der Sergeant dafür ist immer noch lustig am Start, hat aber nicht gewundet. Die Necrons haben gar nicht erst getroffen. Die hier wollten den Speeder kaputt schießen, haben es aber nicht geschafft. Er hier hat den Whirlwind kaputt gemacht. Bei der Explosion hat er diesmal keinen Lebenspunkt verloren, er hat noch 2. Ich hatte den weggenommen. Unentschieden, eigentlich wie immer. Die stehen also da. Die Necrons da haben sich ein bisschen umpositioniert. Meine Runde 5 käme jetzt. Ich halte dieses Ziel nicht mehr, weil du mit deinen Assis dahin gegangen bist. Das ist aber schlecht. Das heißt, da halte ich nichts. Ich halte ein Missionsziel. Und dann ziehe ich auch eine Karte. Nämlich sichere Missionsziel 6. Das ist dort. Der Chris hat natürlich auch ein paar Missionsziele. Also Necronaut hat sich noch dahin, die dahin. So ist da Bescheid. Chris hat schon wieder 3 Punkte gemacht, Junge. Damit steht es 9-3 für die Necrons. Oh, ich weiß nicht, wie ich das noch schaffen soll. Naja, mal gucken, ob ich überhaupt noch ein Ziel kriege in meiner Runde. Los geht's. Der Spieltisch sieht ein wenig chaotisch aus und es ist auch schon sehr spät geworden. Alles dauert ein bisschen länger als gedacht. Es sind 2 sehr widerstandsfähige Armeen. Wir befinden uns aber am Ende meiner 5. Runde. Wir müssten also würfeln, ob es weitergeht. Kurz zur Zusammenfassung, er hier hat auf den Destroyer geschossen, er auch nichts gemacht, er in den Nahkampf, Wunde verursacht und hat ihn überrannt oder überfahren, sehr geil, Einheit ist weg, er hat sich neu positioniert, steht aber noch in 3 Zoll zum Missionsziel, genau wie er. Sergeant hat wieder 2-mal getroffen, 2-mal gewundet, aber leider nichts passiert. Macht das hoch. Die hier sind, ja 19, die sind gefahren und geboostet. Wir stehen jetzt also schön hier am Missionsziel. Problem, das wird dadurch umkämpft. Und ich hatte nichts, um auf den Lord zu schießen. Der Chris hat den gut platziert, nämlich so, dass die Devastoren den genau nicht sehen. Und hätte ich jetzt mit der Schablone schießen wollen, hätte ich meine eigenen getroffen, hätte also auch nicht machen dürfen. Sehr kacke. Jetzt steht der da noch.
Auf der anderen Seite, das Strike, natürlich mal wieder nichts passiert, steht da, hat nichts gemacht, hat nichts bekommen. Hat nichts bekommen, genau. Der Lord, nee, das war ja vorhin, wo du meinen kaputt gemacht hast. Okay. Sind ja mal noch. Hier noch ein paar Bolter da rein und so, aber alles irgendwie nichts passiert. Das heißt, Ende meiner fünften Runde, ich habe geschafft hinter feindlichen Linien, weil ich hier innerhalb von 12 Zoll zur Kante bin. Und ja. Arsch als Breite. Und Mission 6 gesichert, nämlich das, indem ich die Destroyer weggeräumt habe. 2 Punkte für mich, ich hatte 3, habe ich jetzt 5, 9-5 für Necrons. Und wir müssen einmal gucken, ob es überhaupt weitergeht. Wenn es weitergeht, hat der Chris schon Karten gezogen, denn er hält ungefähr 4 von, also ganz viele Missionsziele. Auf was geht's weiter? 3 oder 4 plus? 3. Okay, 3 plus. 6 geht also weiter. Überlegen Feuerkraft. Missionsziel 1, Missionsziel 3. Okay, dann hau mal rein. Liebe Tabletop-Freunde, Ende Runde 6, Necrons. Und wir haben mal hier noch ein bisschen Spaß gemacht. Nämlich hier hat der Stalker und der Kriegsherr und die Destroyer angegriffen. Natürlich haben wir alle vorher reingeschossen, klar. Ist mir aber nichts passiert. Prätorianer haben ihn zerstört im Beschuss. Die haben mit 10 Schuss versucht, ihn zu zerstören, haben aber, glaube ich, nicht mal gewundet. Lächerlich. Ja, und im Nahkampf, ihn habe ich den Kriegsherr getötet. Absicht. Der Rest hat aber nichts gemacht. Ich habe auch noch ein Bike verloren. Ich stehe jetzt hier. Ich würde jetzt eigentlich wieder zurückfallen machen, damit ich nochmal schießen und überhaupt und so. Problem ist nur, das vorhin mal durchgerechnet. Ich kann Punkte technisch überhaupt nicht mehr gewinnen und auch nicht ausgleichen. Das hat der Sergeant hier auch mitgekriegt, deswegen ist er direkt gestorben gerade, nachdem er jetzt 4 Runden, glaube ich, im Nahkampf war. Nur Strike da hinten allerdings ist weiter im Nahkampf. Unentschieden hängt weiter ab. Ja, und der Chris hat Punkte gemacht, natürlich, nämlich 3 Stück. Feuerkraft, Missionziel 3, Missionziel 1, Feuerkraft, echt? Ach ja, klar, das steht den Netz wieder. Okay, damit steht es 12 zu 5. Ich hatte vorhin geguckt, ich habe nämlich auch schon mal hier gelönkert, was ich denn ziehen würde. Missionsziel 6 wäre nichts, aber Missionsziel 4. Das heißt, ja gut, okay. Jetzt kriege ich nicht mehr so leicht Missionsziel 4, weil ungefähr alles da steht. Aber na, vielleicht wenn der Stalker nicht in 3 Zoll wäre, die beiden wegschießen und so. Aber selbst wenn, hätte ich einen für Kriegsherr, 2 für Missionsziel 4, dann würde es stehen 12 zu 8 oder 12 zu 9 oder so. Auf jeden Fall immer noch mit einem guten Vorsprung für die Necrons. Deswegen ziehe ich mich am Ende der Runde 6 der Necrons zurück und beende dieses Spiel. Oh, da müssen wir auch eigentlich wieder Facecam einschalten und so. Nee, so, boah, was ist denn hier los? So. Ja, verkackt, würde ich sagen, in dem Game, aber doch ziemlich ausgewichen nicht, aber ziemlich ausgeglichen durchs Ausweichen. Weil nämlich der Ravenwing, den kriegst du nicht kaputt wegen den ganzen Rewall-Jinx und die Necrons halt nicht wegen dem Reanimationszeug. Punkttechnisch weiß ich gar nicht, wie viel hier noch steht. Beide Seiten haben ein bisschen was verloren, aber tja, siegpunkttechnisch keine Schnitte gegen den Chris. Berühmte letzte Worte zu diesem Bat-Rap. Tut mir leid. Meine ist immer ein bisschen stark. Ich bin zugegeben. Ja, aber ne, mit dem Ravenwing hast du ja gesehen. So ganz kacke ist das gar nicht. Hätte ich den früher weggebunden, vielleicht, dann wäre das nicht so Probleme gemacht. Ja. Tja, Leute, wir sind hier am Ende. Es ist spät geworden. Boah, und der Chris muss jetzt noch bis nach Bremen zurückfahren, wa? Jo. Na, macht ja nichts. Autobahnen sind frei. Super cool. Ja, hier ist auch große Begeisterung, weil wir nämlich eigentlich noch eine Menge zu tun haben und ich blockiere die ganze Zeit die Platte. Macht's halt nichts. Aber jetzt sind wir am Ende. Ich würde sagen, auch hier Gastbattrap machen wir mal einmal hier so. Geil. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, sage ich auch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ja, was war denn jetzt das Problem, Junge? Pass auf, ich den Kompressor so auf schräg gekippt, ne? Uff. Hier drin gammelt ja schon sein das geile Wasser. Mm. Zieh hier an der Airbrush das Ding über dieses kleine Loch. Er gießt sich langsam über meinen Arm, der jetzt so stinkt wie dieses Gammelwasser da drin. Und ich konnte nicht zurück. Und ihr seid alle am Labern und helft mir nicht.
Wir mussten hier gerade diskutieren, ob das Bike ein Aufpreis bekommt. Ja, ihr beide seid ja nicht gemeint, der Tobi. Ach so. Sau. Aber der Tobi hatte doch vorhin irgendwas von wegen Aufschlecken erzählt. Muss er jetzt nicht vielleicht deinen Arm sauber lutschen? Er hält die ganze Zeit nur seinen beschissenen Kraken da an. Ja, aber der ist auch krank, Junge. Ja, ich gleich auch. Ich hab hier solche auf meinem Arm, der fault ab. Boah, das riecht bis hierhin. Das ist schon ziemlich ekelhaft, muss ich sagen. Boah, das ist Mörtelsuppe, Junge. Das ist auch immer voll eklig, wenn man das irgendwann mal auskippt, weil das ist immer so. Ja, deswegen mach ich es gern. Ja, lassen wir den Pfeife das mal machen. Mega.